So, und weiter geht es mit die Ströme der Zeit von Estabulus und T3. Wir greifen jetzt das Bonus an. Und ich habe natürlich vergessen, mich zu heilen. Wollen wir mal hoffen, dass jetzt unser dunkelhaariger Kollege nicht urplötzlich vor sich hin vegetiert. Sieht aber bislang nicht so aus. Sicherheitshalber werde ich ihn lieber heilen. Kostet ja nur 3 Punkte. Und zustand. Er lebt noch. Gut. Denn dadurch bietet sich uns die Möglichkeit, uns zu heilen. Es ist sehr kostengünstig, denn es kostet uns überhaupt nichts, bis auf diese Dreiecke. Vierecke natürlich. Aber genau genommen sind es 4 Dreiecke. Wenn man sie zusammensetzt, ist es dann ein Viereck. Da oben der Vogel, der Gelbe. Tschüp, tschüp. Oh, ich bin so süß. Sehr, sehr süß. Na, 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 na. Hi, ein Händler. Was ich hier mache, ich bringe meinen Brüdern in Hamford frische Ware. Wartet mal, dieser Planwagen, der kommt mir bekannt vor. Den hat, glaube ich... das ist der Planwagen, den ich in meinen Favoriten habe. Schaut mal bei YouTube, bei meinen Favoriten. Dort müsste ich ein Making-of eines Planwagens haben, den jemand gebastelt hat. Ich glaube, das ist der. Ha? Neue Waren bei uns in Hamford. Ihr wisst gewiss, mit Waffen, Kräuter, zu Relikt, was das Herz begehrt. Kaufen! Toll, kenne ich schon. Aber ansonsten... Oh, sauteuer. Sauteuer, Heilkräuter. Nö, will ich nicht. Na toll, alles, was ich auch in dem Dorf bekomme. Klasse. Wir gehen. Der bietet uns nichts an, was wir benötigen. Wollen wir kämpfen? Wir reden erstmal mit dem hier. Bis hierhin und nicht weiter. Alter, du kommst in den Schrein. Was glaubst du, wer du bist? Glaub mir, er wollte mich nicht wütend machen. Ich mag kein Blut vergießen. Argus, lass gut sein. Wir haben keine Zeit für so etwas. Außerdem müssen wir dort nicht unbedingt lang. Wenigstens einer von euch hat was zum Hören und jetzt verschwindet. Erinnert mich an Robin Hood. An, wie hießen denn die Charaktere aus Robin Hood? Tentakelmonster. So hieß es, ja. Little John. Genau, Little John, der Robin Hood begegnet ist. Der stand auf einer Brücke. Little John. Hieß er Little John? Ja, ich glaube schon. Und der wollte ihn nicht vorbeilassen. Und dann Robin Hood ihn überwältigt. Und dann hat er so gesagt, hey Robin, du bist ja voll geil. Also ich schließe mich jetzt dir an. Ja, Little John, so hieß er. Bin mir ziemlich sicher. Greift an, meine Gesellen. Meine treuen Vasallen. Vernichtet ihn. Technik, Mantra. Das Mantra ist ziemlich cool. Es verbraucht nur 3 Vierecke. Ich nenne es lieber TP. Vierecke, das klingt. Autsch! Autsch! Und unser Hauptcharakter. Zweiter Hauptcharakter ist auch gleich wieder tot. Ah, geiler Schwung. Das sah gut aus. Deine Helden erhalten 21 Erfahrung. Und ein Level Up. Woo! Hooray! Schön, schön, schön. So macht das Spaß. Und noch ein Gegner. 2 Gegner. Okay, wir werden dann mal mit dem Feuerplex das Bodenvieh angreifen und das Bodenwurz. Außerdem setze ich Mantra ein, um ihn hier zu heilen, unseren Typen aus der Vergangenheit, der uns allerdings weit voraus ist. Die Waffe von dem Obersten sieht ziemlich cool aus. Wollte ich mal eben anmerken. Claire, Flame, sehr effektiv. Die Attacke war sehr effektiv. Nein, komm zurück, ich setze ein anderes Pokémon ein. Los, Sichlor! Sehr gut. Sieg, 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 Sieg. Wir werden immer mächtiger. Bald können wir die Welt beherrschen. Oh, mein Gegner. Der irgendetwas bewacht. Hallo Gegner, wir werden dich jetzt fertig machen. Was ist das?
Was ist das schon wieder für ein Teil? Eine Maschine. Sieht aus wie eine kassarianische Kampfeinheit, aber eine sehr alte. Seid aber vorsichtig, die Dinger können mächtig reinlangen. Da sitzt doch jemand drin. Nein, nein, das ist ein Roboter, der die Maschine steuert. Robo was? Ach, ist egal, vergesst es. www.google.de. Haut einfach drauf, Jungs. Plus Monster? Och Mann, haben die sich verbündet? Maschinen und Monster? Okay, wir... Schon wieder? Jetzt hat sich schon wieder das Menü aufgerufen. Mann, mach doch mal diesen Bug weg, ey. Boah, ey. Okay, Arbixus greifen. Na, wir sparen uns unser TP auf. So, und ich würde sagen, erstmal alle auf Arbixus. Mal sehen, was rauskommt. Ciao! Woo! Yeah! Autsch, das ging ja noch. Ja, nö, ist klar, vergiftet. Okay, erstmal den Bogenwurz eliminieren, dann werde ich mit dem Mantra ihn hier heilen. Ich kann mir den Namen noch nicht merken. Außerdem entfernt gegnerischen Effekt. Genau. Werde ich mich jetzt von der Vergiftung heilen. Hua! Perfekt. Fatality. Okay, es ist eine Maschine. Das bedeutet, ich setze Elektrizität ein. Moment, wäre das nicht gut? Nein, wir überlasten es. Das ist mir mal im PC passiert. Ich habe ihn versehentlich mit Elektrizität überlastet und dann ist er explodiert. Das war sehr lustig. Oder auch nicht. Es war weniger lustig. Damals war es weniger lustig als heute. Eigentlich ist es noch immer nicht lustig. Der nächste Schaden auf das Ziel ist kritisch. Steigert die... Oh ja! Den spare ich mir auf. Ich möchte seine Angriffskraft erhöhen. Und für ihn gibt's... Naja, Heilsphäre, ne? Donnerpacks! Boah! Und 92, das haut doch. Und 18. Miau. La, la, la. Auch nicht schlecht. Okay. Vielleicht ist der Donnerplex auch nicht ganz so gut. Ich versuche mal mit dem... Nein, dem Feuerplex. Feuerplex! Und er macht jetzt den Adrenalin. Und du machst den... Schuss! Flame. Naja. Hey, besiegt. Lag wohl daran, dass es eine alte Rostlaube ist. Und alle haben ein Level Up. So gefällt mir das. So, was haben wir denn hier? Natürlich wieder das Hauptmenü, das sich automatisch aufruft. Du erhältst Stahlkette. Cool. Ausrüstung gefunden. Anlegen. Halskette. Stahlkette, was macht denn das? Oh, für einen wahrhaft männlichen Kämpfer. Es erhöht den Kraftwert extrem, aber den Rest, Magie, Geschick. Ich gebe jetzt erstmal Argus. Er hat schon so einen großen Kraftwert, aber noch besseren kann er nicht schaden. So, gibt's sonst nichts? Was? Moment, ich kann übers Wasser laufen. Ich bin geil. Yeah, ich kann übers Wasser laufen. Ich bin Jesus, ich bin wie Jesus. Okay, das Spiel ist tatsächlich noch ein bisschen buggy. Ich bin froh, den einen oder anderen Bug gefunden zu haben. Hier nach unten, ich will keinen Gegner kämpfen. Nein. Nein. Na gut. Ice Plugs und... Normaler Angriff. Wir greifen einfach jetzt nochmal an. Yeah! Flash! Oh yeah! Zack! Check it down! Bow! Side down! Da, da. Die sind zu dritt und sie sind nur zu zweit. Sie besitzen leider keine Waffen.
Deswegen ist die Herausforderung viel zu gering und überhaupt dieser Kampf voll unfair, denn wir sind zu dritt. Und jetzt haben wir dich besiegt und jetzt habt ihr keine Chance mehr. Wir heilen uns mit Magie und dein Klauenangriff, der hat keine Chance gegen unseren gemeinsamen Angriff. Yeah, Volltreffer. Ihr seid großartig cool, ihr seid die Besten. Ihr habt zwei verschiedene Haarfarben. Da 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 da. Okay, dann. Bei welchem Video sind wir jetzt eigentlich? Naja, ich muss es eh noch eins machen, um zu speichern. Wir sehen uns gleich.